Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten... Es leckt schon wieder so. Teilweise leckt das Teil und nicht teilweise nicht. Ich weiß nicht wieso. In der letzten Folge haben wir diesen kleinen Rover gebaut, der sehr, sehr wenig Sprit hat. Und mit dem wir heute versuchen werden, unten auf dem Boden zu landen. Es wird sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und ja, ich bin gespannt. Also... Knoten andrücken, abdocken und mal Maschine ändern. So, jetzt hat RCSS an und jetzt erstmal von der Station entfernen, weil die leckt wie Sau. So, dann Alter, merkt ihr das auch, wie das leckt? Das ist ja eine Zumutung fast schon. Tschüss, Station. Wie viel haben wir denn? Ach, wir haben voll wenig Frost. Das ist... Also ich glaube eher, dass das echt gefährlich wird. Aber wir können auch schön den Schub reduzieren. Da war auch die First Man Landing, oder? Nee, Rune Rover Alpha ist da. Alter, schau dir an, wie schnell der Orbit sinkt. Wir machen das gerade ganz mit RCS. RCS. Fuck. Sehr interessant, dass das so gut funktioniert. Was liegt da? Ah, die Antonov müssen wir noch runterschicken. Scheiße, die habe ich total vergessen. Ich habe auch mittlerweile eine neue Idee, was wir ein Schiff für Weltraumreisen bauen, für längerfährige, auch mit Personal drin. Damit die da überlegen. Bloß, das wird ein riesiger Aufwand, das sage ich euch jetzt schon. Alter, das Ding geht komplett auf RCS runter. What the fuck? Als ob der Scheiß funktioniert. Also ich finde es cool, dass unten der Rover ist. So, jetzt wollen wir Solarmodul ausfahren mal. Weiter die Bremsung einleiten. Und da vorne ist... Alter, wie... Die ist zwar schon fast ein Kilometer, 2 Kilometer weg, aber du siehst die immer noch extrem gut. What the actual fuck? Und was ist das? Ach, das andere Teil. Warum fährt das Teil nicht aus? Ausfahren. Das wäre ein Beweis, dass kleine, einfache Rover relativ simpel nach unten kommen. Warte, muss man das ein bisschen steuern. So. Ah, das ist eine spannende Sache gerade. Weil mich interessiert es ja auch echt, ob das funktioniert, weil so ein Rover kann viel Arbeit, also so ein Lander. Wenn du jetzt da Satellitenpunkte machst am Boden, hast du mehr Kommunikationsrelays auch am Boden. Bedeutet, du könntest... Ergibt am Boden überhaupt Sinn? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber auf dem Mars würde ich Bodenrelays auch zwischendurch setzen. Einfach zur Kommunikation über den Planeten drüber, wenn du vielleicht im Low... Tiefflug bist mit einem Flugzeug oder sowas. Also ich denke, Sinn würde sowas schon ergeben. Aber wie schnell das doch sinkt. Schaut euch das an. Das mit RCS. Wir sind zwar nicht mehr wirklich hier beim Rover, aber ja. Muss weiter hier adjustieren. Damit es hier auch wirklich alles passt und klappt. Das
müsste so einen Button geben, dass man das Dauer aktivieren kann zum Fliegen. Betriebssicherheit, okay. Und als nächstes müssen wir dann einige Tanks wahrscheinlich bauen, die wir hochschicken zum Bauen. Das wird eines der nächsten großen Projekte. Weißt du, jetzt haben wir genau so viel EMS verbraucht, wie wir in Wirklichkeit haben. Und wir haben den halben Tank, also wir haben roundabout 300 MS mit RCS gebremst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Alter, wie schnell sinkt das Teil? Ich will aber noch nicht den richtigen Brenner einsetzen. 419 sagt er jetzt. Hey! What the fuck, wieso das denn? Einfach, damit wir diese restlichen MS haben. Nachteil ist, ich kann den nicht retrograde binden. Bedeutet, er tut sich nicht selbst ausarretieren. Das muss ich jetzt alles per Hand machen. Das ist super toll, du. Super, super toll. Jetzt haben wir dann fast 100 MS auf... Jetzt haben wir 100 MS auf der Reserve, oder? Ja, haben wir. Aber er fliegt gut. Also hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ein bisschen mit extra Bremsen. Jetzt schalte ich mal den voll an. Ah fuck, die sind nicht mehr einfahrbar, ne? Beine ausfahren. So. Jetzt lassen wir uns langsam fallen. Jetzt hilft sich nichts mehr, lustigerweise. Und wir haben auch angeblich nur noch 100 MS im Tank. Das ist auch weird. Schauen wir, dass wir so schnell runterbremsen, dass wir auf 0. Landevorgang. In progress. Alter, das Ding ist echt gelandet. Ich glaub's ja kaum. What the fuck? Und lustigerweise, der Antrieb hat nur Oxidator gefressen. Kann das sein? War das ein reiner Oxidator? Weil Flüssigtreibstoff wurde fast gar nicht gefressen. What the fuck? Oder frisst er auch Flüssigtreibstoff? Irgendwas stimmt hier nicht. Doch, er frisst den auch. Aber den anderen fast gar nicht. What the fuck? Das scheint die Station noch zu sein da hinten. Ja, One Station, die geht jetzt 85 Kilometer entfernt. Aber mega geil. Das Ding ist echt gelandet. Ich glaub's ja kaum. Wirkliche Kommunikation hat das Teil nicht, aber wir können ja ein bisschen schnell forschen, wenn wir schon mal da sind. Hat das eine Verbindung? Hat es ja. Durch den Planeten durch. Mess. Aber ja, was wollen wir in dem Amt abfragen? Das ist doch voll okay. Das ist völlig okay. Also ich bin echt positiv überrascht über das, was dieses Teil kann. So, während das jetzt weiter forscht, würde ich gerne mal zu der Antonov gehen. Wechsel zu. Damit wir die endlich deorbiten oder wenigstens zurückschicken. Eins von beiden ist nötig. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, was wir machen.
Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir bauen jetzt als nächstes mal einen Bohrer. Das ist der Antonov-Teil noch. Rein theoretisch könnten wir die noch zurück zur Erde schicken. Aber ist ja wurscht eigentlich. Er kann sie nicht auch nicht gescheit lenken. Das ist so ein anderes Problem von dem Teil. Das Ding ist nicht zum Landen ausgelegt, sondern eigentlich nur zum Fliegen und hat nur also oben den Kopf drauf. Aber halt so eine Antonov muss auch mal geflogen werden. Und da gibt es halt auch zwischendurch mal Problemchen. First Man Landing ist da vorne. What the fuck? So viele historische Momente. Es wird außerdem vielleicht sehr bald in der Zukunft sogar ein eigenes Format nochmal geben für Kerbal Space Program. In Kooperation mit jemandem. Also bleibt gespannt. Das wird, ich denke, das könnte spannend werden. Das könnte echt spannend werden. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird wirklich witzig. Versuche gerade zu warten, sodass wir die Mann Station nochmal vorbeifliegen sehen, weil ich würde die gerne nochmal sehen. Mann Station, komm schnell, komm schnell. Deswegen wanke ich jetzt einfach so links, rechts. Da dürfte gleich die Mann Station vorbeischießen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja, wirklich sehen tust du sie nicht? Doch, da. Da sieht man es ganz leicht. Holy shit, da muss man echt gut hinschauen. Aber noch wieder 3 Kilometer, ne? So. Das Teil kann jetzt gern Boden fliegen. Hat 12 Credits gesammelt. Geil. Dann gehe ich jetzt zur Ortungsstation. Zur Ortungsstatione. Le Museum, Mato. Mit der Webcam muss ich mir noch so überlegen, weil ich würde die gerne so setzen. Aber ich wollte eigentlich meine große Kamera da hinsetzen, die Canon, und dann von vorne aufnehmen. Dafür habe ich jetzt auch ein extra Kabel, damit sie in meine Elgato reingeht. Aber das funktioniert nicht. Aber ja, was willst du machen? Du kannst auch nicht immer alles haben oder alles funktionieren lassen. Die EOS 50 oder EOS 60, die da, die EOS 50D ist halt dafür nicht geeignet. Hups. Also die siehst dann mich schon. Also siehst halt den Schussframe und alles. Was denn? Also die sind mitten in der Nacht und die sind hellwach, die Viecher. So, kann ich mir irgendwas kaufen, Schönes? Ich glaube nicht. Das kann ich nicht gebrauchen. Das wäre interessant, weil, was ich mittlerweile festgestellt habe, ich habe einen Multiplayer-Server mittlerweile mit KSP, mit einem eigenen Modpack. Die Beine adjustieren sich. Bedeutet, du könntest da eine Landungsframe machen und einen Boden bauen. Und das wäre, glaube ich, noch geiler als überhaupt im Weltall zu bauen. Wenn du sozusagen auf dem Boden richtig geile Bases baust, mit denen du dann neue Raketen hochschickst. Weil hochschicken von Mann aus ist nicht die Schwierigkeit. Hochschicken von Kerbin aus ist ein Problem. Von Mann aus oder Minus aus, es geht easy. Das ist dann eher das Problem mit Ressourcen und alles, aber das sollte für uns jetzt kein Problem mehr sein. Wir haben Bohrer und alles. Und ja, nee, also haben wir jetzt hier nichts Spannendes, was wir mal so schnell uns benutzen können. Schweres Kommandomodul, das Pandora-Modul. Ah, das ist schon geil, ne? Das Pandora-Modul. Hier sind natürlich auch coole Reifen, die wir auf jeden Fall mal brauchen. Also das sind auf jeden Fall 2 Punkte, die ich gerne hätte. Vor allem hier kommen nochmal größere Frames. Das BZ2 und das BZ3. Hier kommt ein neues Hitzeschild und hier kommen nochmal Reifen. Sogar einfahrbare Reifen, auch eine ganz geile Sache. Aber darauf müssen wir halt sparen. So, wir brauchen einen Bohrer, eine fette Maschine, die richtig reinbellert und das Ding ja repariert, ne? Das wäre jetzt der Plan. Der Plan, der Plan. Außerdem, ich hätte schon eine Idee für eine Future Project mit KSP. Und zwar Realism Overhaul. Mega geil. Und es wäre die größte Herausforderung, glaube ich, die ich jemals in KSP gemacht habe. Und ich würde mich gerne dieser Herausforderung auch stellen.
Bedeutet, wir werden nicht in der Zukunft höchstwahrscheinlich mal machen. Ja, ja. So, wir brauchen ein Grundmodul, was oben drauf kommt. Und es wird keine Person da unten zum Bohren bleiben. Weil, holy shit, wie lange die unten dann zum Bohren bleiben müssen. Wir verwenden dafür einen Prop-Droid hier. Hallo. So, schauen wir uns mal an, wie diese Ohr-Tanks aufgebaut sind. Solche Tanks haben wir da. Wir haben seitlich attachbare und Aufbauungsbild in der Größe. Der fasst 300 Erz. Der hält kein Erz. Okay, schade. Schade, schade, du. Ja, schade. Was denn? Ihr könnt doch mal wann anders reden oder redet mal ins Mikro. Da hinten waren die Vögel die ganze Zeit. Die ganze Zeit voll die große Diskussion, aber wenn man sagt, hey, geht mal ins Mikro und erklärt es den Leuten. Die wollen es euch einfach nicht erklären. Das sind ganz miese Viecher. So, wir erweitern erstmal unseren Spektrumbereich. Ich weiß nicht, ob der da so. Nee, dann. Wir nehmen da erstmal den und dann den anderen runter. So. Ich hätte dafür nicht gerne einen richtig großen. Also so einen richtig schönen großen Tank, weil ich glaube, das wäre das einzig Schlaue wirklich. So. Dann, ich glaube, so ein großes. So ein Mittelmodul haben wir. Schon ein Mittelmodul, du. Ich hatte ein richtig schickes Mittelmodul. So, das ist der Kopf. Dann kommt der Erztank. Alter, jetzt ob das auch noch so ein großer Tank. Alter, ein bisschen größeren Erztank wäre schon schick zu haben, ne? Das ist die Transfer Station. Brauchen wir aber nicht hier. Das sind wieder so Sachen, die könnten mich auf. Warum? Hä? Ich dachte, das sind Erztanks. Sind es keine Erztanks? Erz? Nee, sind es nicht. Haben wir nicht Adapter? Wir sollten hier so mal 3x4 Adapter eigentlich irgendwo haben. Denke ich, vermute ich, hoffe ich. Nope, nicht das Richtige. Ey, zurück. Da war es gleich gerade. Ich habe es gleich gerade gesehen. Hier. Ein Adapter auf mal 3. Perfekt. Oh, Luxusleben. Einfach Luxus. So. Das sind die Ohr-Tanks, die drankommen. Und dann kommen drunter die Fuel-Tanks. So eine relativ simple Rakete sein. Und ganz ehrlich, ich denke immer noch, dass die eine der effektivsten sind. Vakuum 2900, wenn ich die voll mache. Nicht mehr, aber trotzdem eine ordentliche Ladung. Ich würde auch sagen, dass wir dem direkt mal was mitgeben zum Vollpumpen oben. Dann brauchen wir Bähnchen. Ein paar Bähnchen. Und dann kommt jetzt unsere Neuheit, die Bohrer. Bohrer. So, das ist Bergbauvorrichten Bohrmatik. Ich will nochmal durchgucken, um ja nichts zu wasseln. Das ist die Pump-O-Matik. Das ist Ocean Resource Extractor. Also das ist für mehr. Habe ich hier sonst noch was gesehen? Das ist Keyfane. Keyfane funktioniert ja nicht. Das ist ein Inline-Bohrer für Metallerz. Inline-Bohrer. Hey, was ist der Unterschied? Bohrer für Erde. Hä? Where is the fucking difference? Wir können später auch mal da draußen einen Rover mal bauen, den großen. Aber fürs Erste ist vielleicht einfach so ein. Klack. Dann gehen die Bohrer runter und pumpen sich voll. Dann kriegt das Teil natürlich hier noch. So was. Und oben.
Ich will gerade, ob ich es so mache, dann fährt es nach oben aus, das schaut ja auch kacke aus, ne? Ja, schau dir ja kacke aus, du. Wir machen es einfach so, ich tue hier 2x3 hin und hier ein 2x3, das sollte passen. Und tue hier kleine hin. Bisschen drüber. Passt schon. Also dann fahren die sozusagen aus, tun die Wärme extrahieren. Dann fahren die hier aus, die tun den Strom generieren. Dann brauchen wir natürlich noch Kommunikation. Hallo. Brauchen wir Kommunikationers. Die müssen vielleicht noch ein bisschen bewegt werden, damit die motivierter sind. Das passt dir eh schon voll. Also. Inventfrei. Das ist mittig, sind die nicht mehr, kann das sein? Das passt schon. Einfahren wieder. In von den Schäß. Und natürlich muss oben ein dementsprechender Dockingport dran. So, wo ist es denn? Dockingports, meine Güte. Klompertron. Die passende Größe muss dabei sein. Dieses Teil geht zum Boden, pumpt sich voll, nachdem wir es einmal oben angedockt haben. Fliegt dann wieder hoch, lädt nach und geht es immer so hin und her. Dafür ist das Teil da. Dann brauchen wir nochmal eine Structure, ein paar Käbelchen, die wir dazwischen ziehen. Aber, ja. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. In der nächsten Folge bauen wir den Rest außen rum und fliegen das Teil Richtung Mann. Und in der Folge drauf entladen wir das hoffentlich und können es dann direkt zurück zum Mann schicken, um die ersten Bohrvorhaben durchzusetzen. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.